Öd und leer war der verdammte Alltag dort im Kanzleramte. Was nützt, dass du der Boss hier bist, wenn's trist wie einst im Osten ist, dachte sich die Kanzlerin. Dann ging sie zum Tierpark hin, denn sie wollte sich dort einen Affen zur Belustigung beschaffen. Wenn Justin Bieber nicht vergrault, der wird auch gerne von mir gekrault, sagte sie sich, nahm das Netz und brach das Eigentumsgesetz. 3 Uhr nachts war es im April, da schnappte sie sich den Mandrill. Mit Pfeifen aus dem Pustenrohr betäubte sie ihn hinterm Ohr. Der Affe senkte seine Lider, schon fand er sich im Rucksack wieder. Den Sack schnallte die Kanzlerin sich rücklings mit Beute drin. So sprang sie kichernd von der Mauer als Staatschefin und Affenklauer. Geschehen hatte das bloß einer und dem glaubte